So, hier ist ein Nidoking und ein Pikachu mit Sonnenbrille und Mütze. Aber das Nidoking, wie nehmen wir mal mit, weil ich das noch nicht wild gefangen habe. Nidoqueen sieht auch ziemlich stark aus. Ich hoffe, das reicht mit Hyperball und mit Himbeere, dass der drin bleibt. Und ich glaube, ich habe am Anfang auch den Nidoking gesagt, aber es ist Nidoqueen. Nee, es möchte nicht. Dann probiere ich es nochmal. Aber ich brauche noch ein paar Sachen für das Pikachu. Deswegen probieren wir es mal. Sehr gut. Nidoqueen. Bleib einfach bitte drin. Ja, da muss ich halt Pikachu mit Superball versuchen zu fangen. Das ist halt schwierig zu fangen. Die sind schwierig zu fangen, Pikachus. Okay. Nidoqueen wurde befangen. Bewertung ganz später angucken. Und hier das Pikachu mitnehmen, weil das will ich euch auch noch zeigen in einem meiner Videos. Ist auch stark, aber ich habe keine Bären mehr. Deswegen werfe ich jetzt eine Sananabeere und einen Superball einfach, damit ich einfach eine Beere drauf geworfen habe. Ich habe zwar genug Bonbons, aber ein 100 Paar würde ich gerne noch pushen, wenn ich einen hätte. Und da braucht man ja immer genug Bonbons für und nee, das klappt nicht. Ich will aber keine goldene dafür werfen. Das ist natürlich traurig. Nur gut jetzt getroffen, das ist natürlich schlecht. So soll das natürlich nicht sein. Und es bleibt trotzdem drin. Das ist sehr gut. Bewertung werde ich auch später checken, ob es gut oder schlecht ist. Die werden wir dann gleich mal abchecken. Erstmal behalten. So, ich würde dieses Kamaupit so ein Kamaupit entwickeln, weil ich das noch nicht habe im Pokédex. Ihr seht es auch gleich, wenn es mal laden würde. Genau. Und damit kann ich zwei Aufgaben erledigen. Und dann kriege ich zwei neue Pokémon, entwickle ein Feuer-Pokémon und entwickle ein Feuer-Pokémon, ein Pflanzen- oder ein Wasser- oder ein Wasser-Pokémon. Und da kommen dann zwei neue Pokémon raus, weil die Aufgaben hatte ich noch nicht. Und die werden wir dann gleich fangen. Wenn der entwickelt ist, den werde ich auch später aufs Screen verschicken, weil der ja schlecht ist. Aber ich hatte den noch aufgehoben und jetzt habe ich ihn entwickelt. Sehr schön. So, ich werde jetzt versuchen, diese beiden Pokémon zu fangen. Als erstes kommt da raus, wie gesagt, ich weiß nicht, was es wird, welche Pokémon da rauskommen können. Ein Glumanda, okay, das ist doch schon mal schick. Nehmen wir natürlich gerne mit der Sananabeere mit, versuchen es mit dem Pokéball und hoffentlich klappt das auch, dass der drin bleibt. Ah, nur gut getroffen mit Glumanda. Kein Shiny leider, aber ja, ein paar Bonbons kann man immer sammeln, falls man mal ein Shiny bekommt, dass man den entwickeln kann. Und das ist natürlich sehr schön, dass Glumanda mir gehört. Und ja, ein 100%iges bräuchte ich auch noch, wäre auch noch cool und super. KP, naja, erstmal behalten. So, dann das nächste. Vielleicht kommt da ja irgendwas Cooles raus. Ich vermute mal Pikachu. Ne, Evoli, okay. Ja, weil die haben ja groß angekündigt, man kann Pikachu, Evoli, Ditto und Relaxo bekommen. Relaxo habt ihr schon gesehen bei mir, wenn dieses Video online kommt. Denn das war der erste Forschungsdurchbruch, ein Relaxo. Und hier ist die Evoli-Quest. Okay, passt ja auch irgendwie fast. Bis auf das Pflanze und Elektro nicht stimmen, aber ansonsten passt das ja. Da würde ich auch noch gerne einen 100er mitnehmen, weil da gibt es noch so viele Evoli-Entwicklungen. Und Angriff, schade. Aber auch erstmal behalten. So, direkt hinter der Feuer-Quest. Entwickle ein Feuer-Pokémon, habe ich entwickle ein Wasser-Pokémon bekommen. Und da müsste ja dann Shiki rauskommen. Das heißt, wenn ich das mit Pflanze bekomme, müsste da dieser Samen rauskommen. Das ist sehr gut, da kann man die Starter so farmen, wenn man noch welche braucht. Leider habe ich das Shigi im ersten Versuch nicht getroffen und im zweiten Versuch habe ich es auch nicht besser getroffen. Das ist natürlich schade und schlecht, denn ich möchte das gerne noch ein paar Bonbons sammeln. Und ja, im zweiten Versuch ist es aber dann Gott sei Dank drin geblieben. Vielleicht kriege ich ja noch einen guten. Mal gucken. Ja, ich habe nicht so viele Bonbons, aber ich habe halt noch einen 100er Turtok, weil ich pushen müsste. Angriff. Schade. Erstmal behalten. So, passend zum Shigi und zum Glumanda gibt es jetzt auch die Quest mit Entwickel einmal ein Pflanzen-Pokémon. Und da gibt es natürlich dann logischerweise das Bisasamen. Und dann habe ich alle drei in diesem Video gezeigt und zufälligerweise auch alle drei am gleichen Tag innerhalb kürzester Zeit bekommen. Und ich versuche es hier gerade mit dem Pokéball. Was natürlich sehr schlau ist, denn der Kreis ist orange. Superball ist auch der Kreis orange, aber ich will jetzt nicht extra den Hyperball verschwenden, weil ich denke mal, mit Sananabeere und Superball sollte es doch auch so klappen. Natürlich hätte ich den Pokéball nicht daneben werfen sollen, aber ihr seht es ja hier selber, Bisasamen wurde gefangen, das heißt, ich habe alle drei Starter in diesem Video, ja, in dem Sinne bekommen und ihr seht ja auch, wie viele Bonbons ich jeweils habe und Angriff ist die beste Eigenschaft von diesem Bisasamen. Erstmal behalten. So, die erste Aufgabe des Tages war, dreimal in einer Arena gewinnen, dafür gibt es den ersten Stempel des Tages und
1000 Sternstaub. So, die erste Aufgabe des Tages war, fange 10 Normalpumpen und dafür gibt es 2 Sananabeeren und dafür kriege ich dann den ersten Stempel und habe das auch erledigt. So, es ist an der Zeit, den dritten Stempel zu holen. Leider weiß ich nicht mehr, was ich gemacht habe und was es für ein Pokémon gibt. Aber Hauptsache, den dritten Stempel abholen. Und okay, es ist nichts Spektakuläres, es ist ein Nebulak. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Nehmen wir mit, mal gucken, ob dich das fangen lässt. Ja, es war kein guter Wurf, aber ich habe es im ersten Versuch getroffen, auch wenn es sehr doll gezappelt hat. Und da können wir gleich mal direkt die Bewertung abchecken, ob es ein gutes oder ein schlechtes ist. Und ja, erster Fang des Tages. Und das ist der siebte, ja, Anlauf, wie auch immer man das nennen mag. Und das gibt natürlich sehr viel Erfahrung, sehr viel Sternstaub, aber leider kein gutes. Das können wir direkt verschicken. Ja, verschicken, weg mit dir. So, für den vierten Stempel habe ich extra noch ein paar Skis mit Sonnenbrille aufgehoben, um genau zu sein, 2 Stück. Und, oh, ihr könnt live hier sehen, wie ich noch einen Shiny kriege. Das heißt, sehr schön. Super genial, ich habe leider nur noch Pokébälle. Das ist sehr cool. Nach dem Community Day, der schon richtig heftig war, ein weiteres Shiny Shigi mit Sonnenbrille. Ich glaube, das ist richtig hoch, die Rate. Das ist cool. Das ist cool. Super. Bewertung checke ich später ab. Ich will noch das andere abholen. Und zwar diesen Kollegen hier. Und mal gucken, ob der auch in Shiny wird. Ja, was für ein heftiges. Und das hat, glaube ich, auch noch sogar eine super gute Bewertung. Weil 3,44 müsste hoch sein. Das können wir gleich mal abchecken. Das wäre einfach zu heftig. Wenn ich jetzt noch eins in Shiny und 100% bekommen würde, wenn der Tag schon vorbei ist. Aber ich habe mir extra noch welche aufgehoben, um heute einen Stempel abzuholen. Ja, das ist doch sehr genial. Bewertung. KP. Angriff. Schade. Nur 2. Aber okay, sehr gutes. Ja, Shiny Shigi mit Sonnenbrille. So, den fünften Stempel hole ich für 5-mal ein wettergeboostetes Pokémon fangen. Und da kommt Vulpix raus. Das ist sehr schön. Das finde ich gut. Und das nehme ich natürlich mit Sananabeere mit, weil das bei mir ziemlich selten ist. Und ja, ich mag Vulpix. Großartig getroffen, sehr schön. Aber das gab es, glaube ich, auch schon am Anfang. Als es das erste Mal das. Mit was haben wir angefangen? Lavados gab, genau, diese Quest. Also ist die wieder zurückgekehrt. Und ja, mal gucken, wie stark dieses Vulpix ist. Leider schwach. Also verschicken wir das. Ja, weg mit dir. Verschicken. Tschüss. So, es ist dann an der Zeit, den nächsten Stempel abzuholen und bald ist schon wieder soweit, dann kann ich den nächsten Forschungsdurchbruch durchführen und das ist sehr gut, denn ja, ich brauche Evolis, weil ich da einfach die Bonbons sammle für Generation 4, für die weiteren Entwicklungen und so weiter, aber das Video habe ich schon gemacht und dann gibt es ja noch in Generation 7 eine Entwicklung, also da kann man nie genug Bonbons haben von Evoli und die Aufgabe war ja, entwickle ein Wasser, Elektro oder Feuer-Pokémon. Und dieses Evoli zappelt sehr doll, aber ich habe es Hauptsache gerade getroffen. Das ist schon mal wichtig. Das ist schon mal wichtig und ja, sehr gut. Evoli ist drin, Sanana wäre geworfen. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass es eine gute Bewertung hat, denn ich weiß nicht, was ein gutes ist. Und das ist leider nicht gut, also verschicken, weg mit dir. Ja, verschicken. Tschüss. So, es ist an der Zeit, den nächsten Forschungsdurchbruch abzuschließen und hier hole ich mir jetzt den letzten Stempel ab und da müsste jetzt, glaube ich, ein Shigi rauskommen, denn es war entwickelt ein Wasser-Pokémon und es kommt ein Shigi raus. Okay, sehr gut. Ja, Sananabeere, Pokéball oder Superball. Je nachdem, nehmen wir den Superball, damit ich das treffe oder auch nicht. Jetzt aber, danke. Danke, Shigi. Ja, irgendwie immer den ersten Ball bei den Quest-Pokémon verkacken. Das klappt nicht. Ich mach's jetzt einfach mit Himbeere und Superball, damit es ein bisschen schneller geht. Weil ich will jetzt noch schnell das nächste Relaxo fangen. Und das war großartig getroffen. Ja, das ist halt so. Manchmal sind die Shigis nervig und lassen sich nicht fangen. Und das ist gut. Aber ich glaube, es hat keine gute Bewertung. Aber gucken wir mal. Und sogar auch noch der erste Fang des Tages und Bewertung, naja, hat zwar eine über 82 plus IV, aber keine perfekte. Da ist die Box
Mal gucken, also King 2000 Sternstaub, 20 Pokebälle und 3000 Erfahrungspunkte. Und das Relaxo. Hatte ich nicht letzte Woche genau das mit den gleichen Werten? Ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall nehmen wir die Sananabeere und den Superball. Großartig getroffen. Ist zwar ein nicht so heller Kreis, deswegen klappt es nicht. Deswegen versuchen wir Sananabeere und Hyperball, meinen letzten. Mal gucken, ob es drin bleibt. Ne, der Kreis wird nicht besser. Das heißt, nachher vielleicht eventuell mal Himbeere versuchen, dass es klappt. Aber immerhin zweimal hintereinander großartig getroffen. Das heißt, es könnte drin bleiben. Nein. Das heißt, Himbeere probieren und Superball und hoffen, dass es drin bleibt. Ah, der war total schlecht geworfen. Der Wurf war total schlecht. Ja, und bleibst du drin, Relaxo? Ja, sieht gut aus. Gefangen. Wir können noch schnell die Bewertung abchecken. Und dann war es das auch schon wieder. Gefangen. Ja, Schlecker, Body Slam. Hat. Ja, Verteidigung ist seine beste. Okay, erstmal behalten.